Abonniert den Kanal, wenn ihr weitere Reactions sehen wollt, meine lieben Freunde. Um nichts mehr zu verpassen, könnt ihr auch die Glocke aktivieren. Lass mal kurz das Video anschauen, ja, scheiß mal auf Musik. Kräftigen Moin Moin Freunde, heute sind wir in Berlin und für uns ist noch 2023. Wir werden heute eine kleine Silvesterfeier machen mit den ganzen Jungs, die eben am Start sind, das heißt Sydney, Willi, Rohr etc. Die werde ich befragen, was deren Neujahrsvorsätze sind, sprich was die für dieses Jahr sich genommen haben, was sie noch erreichen wollen. Und ich habe über den Tellerrand gedacht und habe noch weitere Leute mit einbezogen, denn es gibt ja mehrere Leute, die ich feiere und die ich persönlich gucke. Schicken, wo sie einfach nur ganz kurz angeben, was so deren Ziele sind, was sie sich fürs neue Jahr vornehmen. Wird ein cooles und besonderes Video. Bin ich mal gespannt, was die Streamer so alles für Vorsätze haben dieses Jahr. Video, lasst ein Abo da. Was sind deine Neujahrsvorsätze? Abnehmen. Wie viel Kilo? Ich will so auf 80. Da reicht kein Jahr, Bro, hat. Das sind schon die Ziele für die 3 Jahre voraus. 85 lang. Wie viel wiegst du gerade? 95. Okay, stark. Ich belief in dich, Digga. So, wir haben die größte Maschine, die es gibt hier in dieser Umgebung. Und das sind mindestens 200 Meter. Ada, sag mal ganz kurz deine Jahresvorsätze für dieses Jahr, beziehungsweise was du dir vorgenommen hast, zu erreichen. Bruder, ich habe dieses Jahr viele Verletzungen gehabt. Ich hoffe, dass ich verletze. Das war doch der, wo ihr gesagt habt, der ist stabil, ne? Ich kenne ihn. Arda ist stabil. Wir haben sein Instagram letztens abgecheckt, Bruder. Er ist stabil. Arda Sace, genau. Sace. Vom Körperbau und so, macht auch Sport und so. Sehr stark. Verletzungsfrei bleibe. Und wenn das gegeben ist, dann habe ich einiges vor. Ich wünsche mir viel Gesundheit für meine Familie, für meine Freunde. Das Wichtigste. Für dich, Bruder, für alle. Also, das ist eigentlich alles. Der also Rest kommt dann, okay. Wenn du fleißig bist, Bruder, dann kommt der sehr Rest stark. Ja, wenn du bringst Content und dann, wenn kommt, dann kommt mäßig. So, Bruder. Okay, stark. Rizzo, was ist deine Jahresvorsätze für 2024? Bruder, auf jeden Fall gesund. Kein Hund sein. Familie glücklich machen. Das sehr stark. Das sind die Sachen, Bruder. So persönlich so. FIFA callen auf jeden Fall für großes Turnier. So Road to WM und so. Und streamen. Und alles durchziehen einfach. Weiter so. Weiter durchziehen. Durchziehen. Ja, durchziehen. Ja. Call, was du nächstes erreichen willst. Durchziehen. 200k auf YouTube? Ja, 200k YouTube. Ich glaube, dein Friseur hat auch durchgezogen, bevor er deine Haare geschnitten hat, Eldosch. Meine Vorsätze im neuen Jahr sind natürlich weiterhin im FIFA stabil zu bleiben, inshallah nochmal die WM zu gewinnen. Das Wichtigste natürlich, Familie gesund, ich gesund, ihr wisst doch, Alhamdulillah für alles, Ahmed. Was mein Rücken, falls jemand Stress will im neuen Jahr, dann kommt mein Bruder Ahmed. Nein. Mach anderen Rücken. Nein, mach nicht mich. Okay, Gio kommt dann und er regelt das mit euch. Daniel Slump. Der will gar nichts sagen. Aha, Two-Face Daniel. Da ist er. Was sind deine Jahresvorsätze für 2024? Abnehmen, Gym. Okay, wie viel? Den musst du zweimal fragen, weil er hat zwei Gesichter. 10, 15 Kilo. Boah, ist viel. Wie viel Liegestänge denkst du? 80. 96, Digga. Was? Ja, man sieht nicht, aber 96. Ich würde schon YouTube weiter rasieren, bei dir genauso. Gib mal Zahlen. Zahlen? Ja. Twitch Average wäre schon 3K cool. Okay. Hartz Ziel. Machbar. Ein Stream mit Max 10. Ohne Raid. Ohne Raid. Ja, diese Studio-Streams mit krassen Rappern und auf YouTube 150K. Auf Main. Inshallah, jetzt Spaß beiseite, Chat. Ich wünsche wirklich, dass jedem seinen Wunsch in Erfüllung geht. Highlights und auf dem Relive-Kanal so. Okay. Aber man muss halt nicht immer ein Jahr als ein Ziel setzen, sondern einfach sich selber. Warum ein Jahr so? Weißt du kannst jederzeit damit anfangen. Das Problem liegt immer nur an uns, weil wir es immer verschieben, aufschieben. Das ist halt leider das Problem. Und dann sagen die immer, ja, Neujahr, wir ziehen durch. Dann machen die ein, zwei Monate, ziehen durch und dann sagen, es ist wieder nichts geworden, wir machen nächstes Jahr. Und dann chillen die wieder 10 Monate. Jetzt Fitnessstudio, full. Ich gehe rein, full. Jeder ist auf einmal Markus Rühl. Ich gehe dahin, Fitnessübung besetzt. Ich gehe dahin, Fitnessübung besetzt. Ich will Wasser auffüllen, besetzt. Ich f*** euch lang. Es reicht doch. Ich will doch auch trainieren. Wo wart ihr die ganzen 9 Monate davor? Und nach 2 Monaten sind die alle wieder weg. Wegen TikTok. Ja, passt schon. Aber um Gottes Willen, die sollen es auch durchziehen. Aber dieses immer motiviert. Bruder, Motivation schießt hoch. Und wenn du motiviert bist, gehst du ins Fitnessstudio. Aber die Motivation macht dich nicht zu einem Sportler oder zu einem Fitnessathleten. Die Disziplin macht dich zu einem Athleten. Weil die Disziplin wichtig ist. Die Motivation, Bruder, mit Motivation, wenn wir alle motiviert ins Fitnessstudio, dann wäre doch jeder Mensch breit. Jeder Mensch wäre gut aussehend. Jeder Mensch wäre gut gebaut. Die Motivation verschwindet. Die geht runter. Die geht 100% runter. Die Disziplin ist danach gefragt. Und das ist halt das Ding. Disziplin A und O. Ab 70, 80. Stark. Yo, mein Neujahrsvorsatz lautet... In die Schauspielwelt einzutauchen. Ich will so Schauspielerei, du weißt doch, sein oder nicht sein, das ist hier die Frage, aber ich will die Antwort geben. Corey Coy, gib mal ganz kurz Jahresvorsätze für 2024. Ich hab's 2023 schon gut gemacht, ja, stimmt. Ich bin jetzt gerade bei ungefähr 82, ich bin 75 runter.
erreicht haben. Wieder bei DJ Sports. Ich habe 5 Tore gemacht. Ich möchte diese Rückrunde. Geil. Auch ein guter Junge. Und erste Mannschaft. Sag erste Mannschaft. Sag Eli, ich will erste Mannschaft. Schwer. Dann sag Sidney, ich will erste Mannschaft. Sidney, ich will erste Mannschaft. Sidney, ich will erste Abi. Yeah. Meine neuen Vorsätze für das Jahr 2024 ist, ich habe eigentlich nicht so viel geplant. Ich hoffe einfach, dass bei Twitch weiterhin es mir so Spaß macht, dass wir weiterhin öfter streamen. Zurzeit macht mir das Stream richtig Spaß und ich hoffe halt auf zahlreiche Leute und ich hoffe auch, dass der Eldos seine eigene Kategorie in Twitch bekommt und zwar Just Kel. Also viel Spaß im neuen Jahr, Leute. Wenn wir schon dabei sind, kann ich auch meine Jahresvorsätze droppen. Es ist wie gesagt ein MMA-Fight und das ist Low Cap. For real? Ja. Ich weiß nicht, ob dieses Jahr klappt, aber ich versuch's auf jeden Fall. Dann auf YouTube gehe ich, glaube ich, auf 500, Digga. No Cap. Das ist, Bruder, das sind 500.000? Inshallah bekommst du es, Bruder. Du hast aber einen sehr guten Weg eingeschlagen. Aber guck mal, wenn du es schaffst, Bruder, dann... Die Zahlen, egal. Ich will mindestens 3-mal die Woche guten Content liefern. Passt. Und die Zahlen kommen dann. Genau. So, den Rücken habe ich. Und ich glaube, das Potenzial habe ich auch, das durchzuziehen. Auf jeden Fall. Natürlich auch weiter gesund. Hallo. Mein Rücken hast du, mein Support hast du, mein Bruder. Du bist meine Eltern stolz zu machen, Digga. Das ist das Wichtigste eigentlich. Meine Brüder auch stolz zu machen. Aywa. Neujahrsvorsätze. Neujahrsvorsatz? Jetzt kommt wieder irgendwas, wo er übertreibt, Digga. Nein, ich sag ehrlich, Leben mehr ernst nehmen. Was für ein Sinn? Oder einfach sich um Sachen mehr kümmern. Ja, nee, erwachsener werden. So, Habibi. Schön gesagt. Wichtig. Wer ist erwachsen? Ey, das Ding ist, wir sind hier gerade eher auf der Location und es kann sein, dass teilweise die Qualität von den Videos ein bisschen schwankt, weil ein paar Leute haben auf Insta geschickt, ein paar Leute haben auf WhatsApp geschickt und ich nehme hier die Videos auf. Geht mal, mein Name ist Jemna Jem und meine Ziele fürs neue Jahr sind, meine Mutter so stolz wie möglich zu machen und... Alter, ist hier Tag der offenen Tür oder was? Sprech dir gleich deine Nase, Mann. Bleib mal draußen jetzt. Und wie ich schon gesagt habe, meine Mutter so stolz wie möglich zu machen und ich wünsche euch alle einen guten Rutsch und glaubt an eure Ziele. Yo, was geht ab? Ich bin's, Mert. Und meine Vorsätze für 2024. Ich habe eigentlich keine Vorsätze, aber ich habe einen Wunsch oder ein Ziel. Und das ist, dass Fenerbahce Meister wird. Mehr will ich nicht. Meine Vorsätze. Ich sag jetzt nichts dazu, ne? Ich habe mit Fußball gar nichts zu tun. Aber man sollte sich schon einen logischen Traum wünschen. Fürs neue Jahr sind ganz einfach. Meine Vorsätze machen sich nicht durch irgendein Jahr, einen Monat oder einen Wochentag abhängig, sondern von meiner Situation. Deswegen ist es mir egal, ob Neujahr ist oder nicht Neujahr ist. Meine Vorsätze sind immer das, was ich gerade bearbeiten möchte. Momentan sind meine Vorsätze immer noch mein Gewicht und deswegen arbeite ich daran. Ganz egal, ob Neujahr oder nicht. Dann will ich noch ein bisschen mehr Zeit mit meinen Kindern und meiner Familie verbringen. Noch ein bisschen mehr Zeit mit meinen Freunden, weil ich relativ viel streame und jede Woche 2 Videos bringe. Das heißt generell einfach ein bisschen mehr Zeit auch ins Privatleben stecken. Ja, und ja. Das nächste Jahr Kingcams komplett durch die Decke hauen. Meine Jahresvorsätze für 2024. Alter, Sidney sieht echt einfach aus wie so ein amerikanischer Rapper, Bruder. Er sieht aus wie ein amerikanischer Bruder. Er sieht für mich nicht aus wie ein so, dass er Deutsch spricht. Er sieht einfach aus original wie dieser amerikanischen Rapper, Bruder. Yo, what's up, man? What's up? How are you? Abnehmen. Yeah, abnehmen. Kino? 3. 3. Scheiße. Ja, ich habe keine Jahresvorsätze. Weiter durchziehen, habe ich. Mach dich keinen Druck im Leben. Meine Vorsätze für das Jahr 2024 sind eigentlich Dinge, die ich einfach nur beibehalten möchte. Und zwar war ich in diesem Jahr sehr kreativ, sehr aktiv. Mein Streaming-Projekt habe ich auf die Beine gestellt. Und das sind alles Dinge, die ich nächstes Jahr fortsetzen möchte. Eine Sache, die ich nicht so gut gemacht habe, ich habe zu wenig Zeit mit meiner Familie verbracht. Das ist etwas, was ich im Jahr 2024 unbedingt ändern möchte. Mehr Zeit mit den liebsten Menschen um mich herum verbringen, ja. Oh, mit was geht's? Finde ich gut. Habt ihr gemerkt, jeder Streamer will mehr Zeit mit Familie verbringen. Jeder Streamer, das ist einfach so ein... Streamer zu sein ist echt... Du hast einfach fast gar keine Zeit mehr für deine Familie. Das ist schon hart. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, meine Jahresvorsätze wurden gefragt von Omid, was ich mir denn vorgenommen habe für das Jahr 2024. Und da habe ich eine Sache. Und zwar durfte ich vor ein paar Monaten bei einem Projekt was erleben mit meinem Bruder gemeinsam. War auch so mein Highlight von 2023. Hatte ich auch, glaube ich, schon gesagt hier auf dem Kanal. Das war so ein Erlebnis, was ich so cool fand, dass ein Vorsatz schon mal von mir ist, dass ich mehr so Ereignisse mit meiner Familie erleben möchte, die mir länger im Kopf bleiben. Das so, wieder Familie. Eine Sache, die ich mir vornehme. Die zweite Sache, die ich mir noch vornehme, ist, niemals den Spaß zu verlieren an dem, was ich mache und vor allem nicht Kreativität. Ich glaube, Omid, den Punkt teilen wir uns wahrscheinlich. Es ist super wichtig, immer kreativ zu bleiben und sich vor Augen zu halten, was man eigentlich hat. Dementsprechend will ich da auch meine Ziele oder die Gedanken nie aus den Augen verlieren. Dann die dritte Sache, Vergesslichkeit. Ich bin hier so im Skiurlaub an der Piste aus, dieses Video aufnehmen. Hatte ich vergessen. Jetzt sitze ich im Hotelzimmer. Dementsprechend eine dritte Sache, an der ich arbeiten möchte, ist
einfach nicht vergesslich sein, beziehungsweise noch zuverlässiger sein. Und als letztes, dann bin ich auch schon still, würde ich gerne ein paar coole Projekte im Jahr 2024 starten. Ich dachte, irgendein Peach schmeißt immer noch Böller. Wollte gerade rausrennen. Sachen dabei, die bald an den Start gehen. Das würde mich sehr freuen. Dementsprechend, ja, wünsche ich euch allen frohes Neues. Im Prinzip. Und ihn beruhigen. Ich wollte rausrennen und ihn beruhigen, dass er das nicht tun soll. Sich da nur eine Zahl. Deswegen, Silvester ist cool. Ich hoffe, ihr habt es mit Freunden, Familie verbracht und nutzt das neue Jahr für neue Sachen. Ist schon um 0 Uhr. Wir sind ja fast schon alle erwachsen. 0 Uhr. Ich würde so auf ihn zurennen. So, hey, ich renne so zu und sage, kannst du das bitte lassen? Ich fühle mich genervt. Es ist 0 Uhr 28. Ich mag das nicht. Und dann gehe ich wieder so. Aber ich renne auf ihn los. Eine große Nummer mehr. Jetzt bin ich still. Ich hau ab. Leute, macht's gut. Vergesst nicht, auch mit zu abonnieren. Sascha, Bruderherz. Geile Vorsätze. Geile Vorsätze. Sympathisch. Deine Jahresvorsätze 2024. Weiter durchziehen. Sport, Fußball durchziehen. Weiter. YouTube weiter auf Vordermann. Guten Content für euch machen. Stabilen Content für euch machen. Fußball weitermachen. Charter noch höher hinaus. Aber. Höher hinaus. Jalla, geh mir aus dem Weg. Der sieht aus wie AZ-Lan. Nur ein bisschen Facelift. Also ein bisschen besser. Oder ich äußere mich dazu nicht. Was kommt, kommt. Was nicht kommt, kommt nicht. Ich schufe alles bereit. Let's go. Was geht ab, Ahmed? Ich habe meine Jahresvorsätze in das Buch gerade geschrieben. Aber bevor wir anfangen mit meinen Jahresvorsätzen, würde ich euch gern ein Strand vorstellen, also ein Gedicht. Prinzessin, komm mal her. Ich hasse dich so sehr. Eilelele, eilelele, Prinzessin. Ich will dir Backpfeifen geben. Prinzessin, schau mir doch in die Augen, Prinzessin. Deine Augen ich lang. Ich will weglaufen. Lelele. Surat und Sik dem. Eilelele, Prinzessin. Hier sind die Jahresvorsätze. Ich habe auf Türkisch gesagt, deine Kopfhörer sind sehr gut von der Qualität her. 500.000 auf Twitch, YouTube 750.000, Insta 400.000. So sind Zahlen. In einen Film mitspielen, eine EP rausbringen, Lieder, eine neue Firma gründen, einen bekannten Fußballer treffen, so zur EM, wenn man Glück hat. Nach Argentinien reisen, mal, dass mein Kiefer wieder gerade wird, weil, also da kommt noch eine OP dieses Jahr. Ach so, okay. Hamam, dann ist gut. Dachte, ich kann auch einfach auf der anderen Seite dort draufhauen, Hamid. Dann wird's auch gerade. Keine Kopfschmerzen mehr, was Geld angeht, für Papa und Mama, dass sie aufhören können zu arbeiten. Keine Beleidigung im neuen Jahr. Nicht eine. Maschine werden, Sport und Eldos packen. Eldos, benimm dich! Hier ist ganz Deutschland gespannt. Stark, Digga. Stark. Mal ganz kurz deine Jahresvorsätze für 2024. Meine Jahresvorsätze ist mehr zu streamen. Okay. Ist richtig? Ja. Meine Eltern glücklich zu machen. Schön gesagt. Gib mal einen Call, was du dieses Jahr erreichst. Hast du 100k auf Twitch? Nein. 60. Schaffst du dieses Jahr 100k? 100%. Okay, bei mir Neujahrsvorsätze ganz klar. Ey, es wird wieder Zeit. Also dieser Anzug ist schon wirklich die Maximalgröße, die man sich so kaufen kann. Ich muss mehr Sport machen, weniger Alkohol. Ansonsten hoffe ich mir, dass alle gesund bleiben, die Leute weiterhin Bock haben, meine Videos zu sehen. Dann bin ich auch schon glücklich. So. Aber er macht echt gute Videos. Als allererstes mal ein dickes Shoutout geht raus auf dich, auch mit meinem Bruder. Neujahrsvorsätze 2024. Ich bin ehrlich, meine Neujahrsvorsätze sind immer genau gleich. Ich will viele neue Leute kennenlernen, weil ich habe eine Sache in meinem Leben gelernt. Wenn man Leute kennenlernt und neue Kontakte knüpft, lernt man was dazu. Ob die Person, die du kennenlernst, schlecht ist oder gut ist, du lernst was. Glaube ich. Ich bin mir aber nicht sicher. Sagen, ich hustle hart und genieße auch diesen Hustle und die Arbeit so. Das sind eigentlich immer meine Neujahrsvorsätze. Ansonsten bin ich sehr zufrieden. An euch alle ein frohes neues Jahr. Und dir auch. Ihr bleibt alle gesund. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Leute, Dennis. Ey, Erne, bester Mann. Erne, ich schwöre, Sympathie 100%, 10 von 10. Erne, Bruder. Erne, einfach Maschine, ja. Ich mag ihn voll, Wallah. Bin so froh. Das ist mein Silberpfeil-Partner. Ich bin einfach so froh, dass er mein Silberpfeil-Partner. Wirklich eine Sympathie pur. So, Valverde hier. Mein Vorsatz fürs neue Jahr ist, gesund zu bleiben natürlich. Dass mein neues Haus endlich fertig wird. Ich umziehe, ein neues Kapitel für mich beginnt. Vielleicht eine neue Freundin finde. Eine Familie gründe. Aber nicht nächstes Jahr, sondern später irgendwann. Das einfach. Alles andere natürlich auch. YouTube und so, dass alles läuft. Dass es weiter bergauf geht. Dass meine Eltern glücklich sind und gesund sind vor allem. Familie. Das ist für mich das Wichtigste. Also eigentlich immer so die Vorsätze, das Gelaber. Entweder man macht one day or day one. Ja, bei mir ist immer one day. Yo, Ahmed, was geht ab? Bevor ihr meine Ziele und Wünsche seht, lasst... Ah, Mo Auba, mit dem haben wir auch den gezockt. Among Us. Ja, ich sehe ihn jetzt auch zum ersten Mal. Boah, der hat sogar...
Pokale und so, der ist ja krass. Habt ihr alle ein Follow da, ein Abo da? Omid wird noch die 1 Million knacken auf YouTube. Ich bin der Erste, der das sagt. Inshallah. Ja, meine Ziele und Wünsche. Ich glaube, am meisten wünsche ich mir, dass ich wieder Fußball spielen kann. Mein Knie ist seit 6-7 Monaten kaputt. Das nimmt mich schon auseinander so. Und dann schlafe ich. Der ist FIFA-Pro-Spieler. Ah, okay, geil. Werden, so. FIFA-Weltmeister sogar. Alles von alleine. Ja, das nehme ich mir vor. Stark. Schönes Jahr euch. Hi, Omid. Hallo, Zuschauer. Es ist eine halbe Stunde vor Neujahr. Ich wurde gefragt, was meine Jahresvorsätze fürs neue Jahr sind. Und ich bin da langweilig und klassisch. Meine Vorsätze sind, dass einfach alle gesund bleiben. Das hört sich doof an, aber ist wirklich so, weil mein Vater vor ein paar Jahren sehr schwer krank war. Und deshalb wünsche ich mir immer, dass alle gesund bleiben. Wünsche das auch allen Leuten, die das hier sehen. Bleibt gesund. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Jahr. Frohes Neues. Ich sage euch eins, Leute, bevor ich jetzt sage, was meine Vorsätze sind für dieses Jahr 24. Omid, 24 ist dein Jahr. Ich sage mit Ansage, du bist einer der krassesten YouTuber, vor allem Newcomer. Bist du ja schon 23 gewesen. Also ich sage das nur mit Ansage. Sag mal, was sind deine Voraussätze für 24? Es ist immer dasselbe bei mir. Gesund, mit Familie viel Zeit verbringen. Ja, aber an dir selber arbeiten sozusagen. Was ich auf jeden Fall will, ist, dass meine Brand endlich nächstes Jahr rauskommt, weil ich ja das ganze Jahr dran gearbeitet habe und es viermal der Launch verschoben wurde. Das heißt, ich hoffe, dass nächstes Jahr alles gut läuft und der Launch... Ja, gut nochmal die Schleichwerbung mitgenommen, Sarah. Sehr stark. Wäre ich bloß auch drauf gekommen. Mit meinem Trainingsplan. So wird, wie ich es mir vorstelle. Scheiße, wäre ich auch nur darauf gekommen. Unbedingt nach Tokio. Ja, mein Tier. Ich will, dass wir unsere stark. Nee, ich mache nur Spaß. Planen können ohne Stress. Mach nur Spaß. Inshallah läuft auch ihre Brand und die werden auch glücklich. Mach nur Spaß. Achso. Wieso? Was willst du mir damit sagen? Weiß nicht. Ja, also ich will eine bessere Routine in meinem Leben haben. Eine bessere was? Sport machen. Ich habe noch nie in meinem Leben Sport durchgezogen. Das will ich einmal schaffen. Richtig, sehr, sehr wichtig. Ja, willst du mir jetzt irgendwas damit sagen? Nein, das? Nein, alles gut. Ich sag mal so, an die Leute da draußen, das Wichtigste ist, dass man ein besserer Mensch wird, sage ich mal. Für mich ist das sehr wichtig, dass ich besser werde in allem, auch als Mensch, moralisch gesehen auch. Und dass ich viel mehr Zeit mit meiner Familie verbringe. Dass ich ja, viel mehr auch wieder Familie, habe. Seht ihr? Das ist halt wirklich wichtig, Alter. Genießt die Zeit, Familie. Vertraut mir. Genießt die Zeit, dass ihr noch bei euren Eltern lebt. Vertraut mir. Wir wollen durch die Welt reisen. Wir wollen vieles zusammen machen. Viel Zeit. Quality Time, wie man so sagen kann. Und auf jeden Fall... Ich habe es auch noch nie von dir gehört. Du kriegst dich immer vorweg. Okay, was ist denn dein Reiseziel außer Tokio, was du nächstes also, Jahr? Wir fliegen ja nach Thailand. Tamam, Bruder, das ist deren Video gerade geworden. Tschüss. Das ist ja schon geplant. Inshallah. Und nach Tokio weiß ich nicht, wann. Also wenn das Geld passt, dann Amerika noch. Echt? Ja, so L.A., so Kalifornien, diese Ecke so. So die Standardsachen eigentlich, dass man einfach... Inshallah werdet ihr reisen. Ich hoff's. Ich hoff's. Oh, warte mal. Omeds Vater. Привет, мен весалани бо аяле мен медвед аяле мисак кафти бед шолет баш бекен у арике насибак бо че бед ту баям кавед дианат у рожи не вежау рекет баш Dass sie ihrem Glauben nachgehen, einen guten Weg eingehen. Ey, Bruder, Mutter ist einfach anders, Bruder. Mutter ist einfach anders, Bruder. Ich schwöre, Mutter ist... Bruder, kein Mensch wird euch so... Also, natürlich will ich auch nicht sagen, Bruder, es gibt bestimmt jemand, der keinen guten Draht zu der Mutter hat oder die nicht mehr lebt. Aber ihr habt bestimmt auch andere Personen in eurem Leben, den ihr so als Vorbild seht. Und auf jeden Fall ist das was anderes. Es ist wirklich schön und... Ich hoffe, dass auch, egal, ob es jetzt keine Mutter ist, sondern eine andere Bezugsperson, also eine Person, die so nah zu euch steht, dass die Liebe so hoch ist, dass ihr hoffentlich auch das erlebt, wie es ist. Ich hoffe es. Weil jeder Mensch braucht sowas. Aber auch wenn ihr das nicht habt, ist es auch nicht schlimm. Ihr seid dadurch trotzdem auch stark und werdet auch trotzdem auch eine, wenn ihr an euch glaubt, eine krasse Zukunft für euch entwickeln. So, Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank an jeden Einzelnen, der sich die Zeit genommen hat. Okay, ja, war ein cooles Video. Also wirklich war ein anderes cooles Video. Ich sage euch ehrlich, Omid, meiner Meinung nach viel zu underrated.